Willkommen zurück. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Willst du dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Deacon, Datei laden. Unterwegs. Letzten Monat haben wir eine Datei von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start, entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen, Novize. In den 50er Jahren gab es die These, dass die menschliche DNA dem Dreifach-Helix-Modell entspricht. Einige Jahre später ersetzte die Arbeit von Crick und Watson diese These durch eine Doppelhelix. Heute kennen wir die Doppelhelix als die unumstrittene Basis allen Lebens auf der Erde. Aber warum passte die Dreifach-Helix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse, eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosette für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Edensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25:1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifachhelix zu knacken, das Vorläufergenom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Für uns alle. Willkommen beim Phoenix-Projekt. Also, das ist der Stand der Dinge. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann, in Vergangenheit und Gegenwart. Je mehr Abstergo findet, desto näher kommen sie ihrem Ziel. Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufergenom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arnaud Dorion? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arnaud irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arnaud beim Tod des Weisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. Natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Und du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Wir laden die nächste Sequenz.